Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zum neuen Video. Und heute reden wir mit euch über ein Event, das gerade in Amerika stattfindet, und zwar die Gen Con. Falls euch die Gen Con noch gar nichts sagt, ich fasse es mal kurz zusammen. Es geht dort um Brettspiele und es ist ungefähr so groß, sogar größer als die Spiele in Essen. Aber viele Spiele, die dort released werden, werden dann auch in Essen released. Und einige Spiele werden dort auch erst angekündigt und dann auf das Spiel in Essen released. Und so war auch gestern dann bei Fantasy Flight ein Event, wo neue Spiele angekündigt wurden. Und die will ich heute mit euch besprechen, so erwähnen. Und dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon interessant findet oder nicht. Und ob ihr denkt, dass das was wird auf der Spiel in Essen, also etwas, was in eure Sammlung kommen wird. Ich fand eigentlich das Ganze, wie Fantasy Flight das macht, ziemlich cool und würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass die anderen Verlage das vielleicht auch mal übernehmen oder sowas in der Art versuchen. Und zwar haben sie sich, welcher Tag ist heute? Donnerstag. Haben die sich Mittwochabends in der amerikanischen Zeit, jetzt bin ich ganz durcheinander. Auf jeden Fall haben die sich getroffen, bevor die Messe so richtig stattfindet und haben so eine Art Preview-Show gemacht, wo die halt dann vorne waren, geredet haben und dann so einen Trailer gezeigt haben zu den angekündigten Spielen, so ähnlich wie bei der E3. Und das finde ich persönlich sehr cool, weil mir gibt es dann auch selber so die Übersicht, was jetzt so ansteht, was so kommt. Und ich kann mich so ein bisschen hypen lassen, kann mich so ein bisschen mehr auf die Spiele freuen, die denn da angekündigt werden. Ja, das Ganze hat dann Fantasy Flight gemacht und haben folgende Spiele angekündigt. Und alle Spiele, die ich jetzt nennen werde, werden auf Englisch im vierten Quartal erscheinen und ich gehe davon mal aus, viertes Quartal wird die Spiele in Essen sein, also werde ich, denke ich mal, alle Spiele dort auf das Spiel auf Englisch finden. Ob es das Ganze auf Deutsch gibt, das weiß ich noch nicht, ich habe da schon nachgefragt, bis jetzt noch keine Antwort gekriegt. Falls ich da mehr weiß, werde ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das erste wird eine Erweiterung sein zu Mother of Dragons. Ja, der eiserne Thron kriegt eine Erweiterung und ich persönlich freue mich da sehr drauf. Das wurde letzten Sonntag auch wieder gespielt. Ein Spiel, das ich sehr mag. Also ich mag Fantasy Flight allgemein, mag ich schon gerne. Also ich oft, bei mir ist es so bei Fantasy Flight, entweder mag ich die Spiele sehr oder ich mag sie gar nicht. Mother of Dragons wird eine Erweiterung sein, wo man das Haus Targaryen spielen kann. Und das Spielbrett wird erweitert. Ja, das heißt, ihr könnt so, ähnlich wie bei Marco Polo war das auch, dass man das dazulegt und dann das Spielbrett größer ist. Und Haus Arryn kann man auch spielen und somit kann man dann der Eiserne Thron mit 8 Personen spielen. 8 Personen klingt auf jeden Fall nach einer Menge. Ich finde, 6 Personen dauert das Spiel schon lange. Mit 8 wird es dann noch länger dauern, aber es ist dann so ein Spiel, zu 6 dauert es schon 4 Stunden, ob man dann 1-2 Stunden länger spielt, macht dann glaube ich nichts aus. Wie das Ganze dann mit dem Balancing aussieht und wie das Ganze dann Spaß machen wird, darauf bin ich sehr gespannt. Und dann gibt es noch die Bank von Braavos, die von euch, die Game of Thrones gucken, werden das natürlich alles kennen. Ja, das wird dann die Bank sein, wo man sich dann höchstwahrscheinlich Armeen kaufen kann oder sonstiges. Also auch ganz interessant und das Ganze soll 40 Dollar kosten und ich gehe davon aus, dann in Deutsch einfach 40 Euro. Das nächste Spiel, das angekündigt wurde, ist Keyforge. Und zwar wird das auch auf Deutsch kommen, auf das Spiel, also auf Deutsch und auf Englisch wird es auf das Spiel erscheinen, eine Neuheit im vierten Quartal, wenn alles klappt. Und zwar ist das ein Spiel von Richard Garfield. Und Richard Garfield müsste eigentlich ein Name sein, der euch was sagt. Wir sehen hier zum Beispiel Bunny Kingdom oder King of Tokyo oder Magic the Gathering, was glaube ich jeder von uns mal gespielt hat oder gespielt haben sollte, weil es ist eins, der die Kartenspiele überhaupt berühmt gemacht hat, ja. Und er hat jetzt ein neues Spiel konzipiert und zwar Keyforge und das ganze Spiel funktioniert so, dass man sich immer ein Deck kaufen wird. Ja, ein Deck wird 10 Euro kosten und das wird aus zufällig generierten Karten sein. Ja, und zwar wird dieses Deck sofort spielbar sein und auch für die Turniere zugelassen sein und alle Decks, die man kauft, werden auch direkt dann, also eigentlich brauche ich nur ein Deck für 10 Euro und dann kann ich schon zu einem Turnier gehen und dort mitspielen. Die einzige Sache, die dann halt viele jetzt auch als Angst haben, ist natürlich dieses ein Deck, ja, für 10 Euro, was ist, wenn das eher schwächer ist als das andere, wie sieht es mit dem Balancing aus? Aber ich denke, wenn sie es schaffen, dass es gut gebalanced ist,
dann wird das Spiel richtig Spaß machen. Vom Artwork her gefällt es mir auf jeden Fall schon sehr gut. Zur Mechanik habe ich jetzt ein bisschen rumgelesen und es funktioniert ungefähr so, dass man halt ein Deck aus 3 Fraktionen hat und am Anfang seines Zuges sagt man halt, okay, ich spiele jetzt nur was von der Fraktion die und die. Und dann darf man alle Karten von der Fraktion umsonst spielen, aber die anderen dann halt nicht. Was ganz interessant ist, dann typisch natürlich für Fantasy, vielleicht wird es dort auch ganz viele Decks geben, ja, also da kann man dann auch viel sein Geld verbraten. Andere sagen so, oh, ich werde das nicht anfassen, es wird zu teuer, aber ich denke mal eigentlich nicht, weil wenn ihr euch jetzt, sage ich jetzt mal, die anderen Magic und so anguckt, da muss man ja die Booster kaufen und da zahlt man für einen Booster 3 Euro, da sind 8 Karten drin und hier zahle ich 10 Euro und kriege ein ganzes spielbares Deck. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich auswirken wird, wie das Ganze spielmechanisch ist, ob ich mir jetzt ein Deck kaufe und Wally ein Deck und dann können wir die ganze Zeit spielen und werden unseren Spaß haben. Oder muss man die ganze Zeit nur neue Decks kaufen, damit es weiter Spaß macht. Also Keyforge, schreibt gerne mal rein, wie ihr das Ganze findet, wie ihr diese Idee findet. Ich finde sie eigentlich ganz interessant, wenn sie funktionieren wird. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es nicht klappen wird, aber ich bin da eigentlich recht optimistisch. Dann das dritte Spiel, das angekündigt wurde, und ganz viele Spiele, die ich jetzt hier nicht erwähne, zu X-Wing Second Edition wurde noch viel gesagt und Star Wars Legion zum Beispiel, dass das beides jetzt in das Zeitalter von Clone Wars kommt, also für die, die da ganz drin sind. Und dann wurde eine Mini noch angekündigt für Star Wars Armada für $200, die auch erinnert an das Simon Kickstarter, also kriegen wir dort so einen leichten Trend von Riesen-Minis. Bitte eine Riesen-Mini von Blood Rage, die ich mir dann hier hinten hinstellen kann. Das dritte und letzte Spiel, das angekündigt wurde, ist Arkham Horror, die dritte Edition. Ja, und das ist ganz interessant, weil ich überlege gerade mit Valimir bei Eldritch Horror einzusteigen. Wir haben es noch nicht gespielt. Und dann natürlich auch direkt die Erweiterung, weil viele sagen, dass das wirklich sehr lohnenswert ist. Und da kommt jetzt natürlich Arkham Horror, die dritte Edition. Und da, jetzt weiß ich natürlich nicht, soll ich warten auf die dritte Edition oder soll ich mir Eldritch Horror holen? Weil Arkham Horror, die zweite Edition, soll ja nicht so gut sein wie Eldritch Horror. Ja, also ihr merkt schon, da kommt so ein bisschen dieser Kompromiss. Braucht man das jetzt, ja, wenn man schon diese ganzen Spiele hat? Und es sieht auch ein bisschen mehr so aus, als ob Arkham Horror, dritte Edition, was für die ist, die noch nie was mit Arkham zu tun hatten und das so das Einsteigspiel wird in das ganze Universum. Ich sag trotzdem, was dort vorhanden sein wird. Und zwar gibt es 12 Ermittler. Es gibt dann auch neue Ermittler, die man aus Arkham Horror das Kartenspiel kennt. Und man kann sich immer einen Ermittler aussuchen und den kann man dann auch noch ausrüsten. Ja, das heißt, ich nehme nicht alles und es ist schon fertig, sondern ich kann mir auch individuell eine Ausrüstung aussuchen, was er halt mitnimmt auf das Abenteuer in Arkham. Natürlich werden die alle dann wieder ihre Storys haben und sonstiges. Und was ganz interessant ist, es wird ein modulares Spielbrett geben. Also es ist nicht mehr das alte Spielbrett, was wir von der zweiten Edition kennen, sondern es wird jetzt modular. Das heißt, man kann es immer verschieden zusammensetzen und es wird noch die Mythosphase von Arkham Horror, das Kartenspiel, in das Brettspiel übernommen, dass da die Monster zufällig überall erscheinen. Ja, ich bin da auf jeden Fall ganz gespannt drauf. Ich werde es auf jeden Fall testen. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall bei uns auf den Tisch kommen. Ich kann es dann leider nicht vergleichen mit Arkham Horror 2. Edition, weil die habe ich natürlich noch nicht gespielt. Vielleicht werde ich sie mir vorher dann noch irgendwo spielen in der Spielgruppe oder so. Aber sieht ganz interessant aus. Wird 4 Szenarien beinhalten, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig für eine dritte Edition. Da könnte man schon ein bisschen mehr drauflegen. Ja, und das Ganze wird $75 kosten. Also nicht so günstig und ich weiß nicht, wie viele da einsteigen werden. Es kommt dann halt darauf an, wie stark dieses modulare Spielbrett ist. Und natürlich wird es viele Erweiterungen geben. Und ich denke mal für die Arkham-Fans, ich weiß nicht, wie interessant es für die ist, weil wenn du schon Eldritch Horror hast mit allen Erweiterungen, Arkham Horror, das Kartenspiel mit allen Erweiterungen, Willen des Wahnsinns mit allen Erweiterungen, vielleicht sogar Arkham Horror, die zweite Edition. Ich weiß es nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ja, und das waren alle Spiele, die Fantasy Flight jetzt angekündigt hat für Herbst. Ja, ich denke mal dann auch für die Spiele werden die dann alle auf Englisch erscheinen, auf Deutsch. Weiß ich noch nicht, da bin ich dann gespannt, werde ich abwarten. Und ich finde es cool und ich freue mich schon richtig auf die Spiele. Ja, und jetzt langsam geht's so los. Okay, in Amerika läuft jetzt die Gen Con, da kriegen wir persönlich jetzt leider nichts von mit. Ja, Hunter und Kron sind dieses Jahr auch nicht dahin geflogen, deshalb werden wir leider sehr wenig von der Gen Con sehen. Aber
ich denke mal, jetzt geht es sowieso los, weil bald sind auch die ganzen Presse-Events, wo neue Spiele vorgestellt werden. Wir werden selber nicht auf jedem Event dabei sein können, wegen der Uni und Arbeit. Aber ich denke mal, die anderen Kanäle werden darüber berichten und ich kann für euch auch noch die News da zusammenfassen und bin sehr gespannt drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen und einen Kommentar und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich sage dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Christopher von den Brettspiel-Geeks.